Die Vergasung in überkritischem Wasser. Die Versuchsanlage Verena ist die einzige dieser Art weltweit. Die Versuchsanlage Verena wurde für einen Gesamtdurchsatz von 100 Kilogramm pro Stunde ausgelegt, bis zu 20% Trockenmasse. Im Zulaufsystem wird die Biomasse, das Edukt, mit Wasser gemischt, zerkleinert und konditioniert. Das Edukt in Form einer Lösung, einer Dispersion oder einer Suspension wird dann bei einem Maximaldruck von 350 bar mit einer Hochdruckpumpe verdichtet und dann in das Reaktionssystem gepumpt. Im Reaktionssystem wird die Charge in einem Wärmetauscher und einer Vorwärmeanlage erhitzt und im Reaktor bei Temperaturen von bis zu 700 Grad Celsius umgewandelt. Die Reaktionsprodukte sind Wasserstoff, Kohlendioxid und Methan. Die entstandenen Produkte bilden mit dem Wasserüberschuss des Verfahrens eine homogene Phase. Die für die Erhitzung der Vorwärmanlage und des Reaktors nötige Energie wird durch die Verbrennung von Propan erhalten. Die den Reaktor verlassenden Produkte werden im Gegenstrom durch den Wärmetauscher geführt und geben ihre Wärme an das zu erhitzende Edukt ab. Bei der Abkühlung der gasförmigen Produkte wird die Restwärme vom Kühlwasser abgeführt. Die gasförmigen Produkte werden in der wässrigen Phase abgespaltet. Im Abscheidesystem werden die entstandenen Reaktionsgase in den Trennbehältern durch ein einstufiges oder zweistufiges Druckminderungssystem vom Verfahrenswasser getrennt. Das Verfahrenswasser wird in einem Abwassersammelbehälter aufgefangen. Das erzeugte Gas gelangt in einen zweiten Abscheider, der mit einem CO2-Wäscher ausgestattet ist. Hier wird der CO2-Gehalt des erzeugten Gases durch Kaltwasserzufuhr reduziert. Auf diese Weise werden Wasserstoff- und Methangehalt des erzeugten Gases erhöht. Jetzt kann das Produktionsgas im Prinzip für verschiedene Methoden zur Energieerzeugung oder für chemische Reaktionen verwendet werden.